Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, hier auf der Niedersachsen mit den Senioren und unseren Sklaven. Ne? Wir wollen aber ein bisschen wertschätzend sein, deswegen nennen wir sie heute Abend noch wieder zuerst. Das sind Tom, Heiko und Marco. Hallo. Hallo. So, und ganz kurz die Frage, sei mir erlaubt, fühlt ihr euch schon so richtig ausgenutzt, benutzt? Im Moment geht's noch. Ach, dann, Leute. Ja, ich voll. Ich voll. Ich wollte sagen, da müsst ihr noch dran arbeiten. Achso. So. Dann, du bist, aber Marco, du bist auch auf dem anderen Hof. Im anderen Hof, ne? Ja, ich glaube, die sind tatsächlich freundlicher. Ich habe sogar was zu trinken gekriegt. Bitte was? Sowas gibt's hier nicht. Also, Tom, wenn ihr was braucht, ihr könntet aus dem, Tom und Heiko, ihr könntet aus dem Teich da vorne nehmen, ne? Danke. Ja, bitte. Nee, ganz ehrlich, ich habe dir erlaubt, aus dem Drescher kurz auszusteigen, wenn es zu heiß wird. So, aber die Senioren sind natürlich auch noch da. Christian, Chris, Marc, Sascha, Willi und Marco. Hallo. 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 Apropos Senioren sind da. Wo ist eigentlich mein lieber Thomas? Hat der was geschrieben? Müsst ihr schon wieder grillen? Ja, nee, Thomas hat heute geschrieben, dass er gerade wenig Zeit hat. Der meldet sich wieder. Ach, bei Gelegenheit. So. Okay. Na gut. Dann, ach so, warte, du hattest den Magier auch schon weggeschickt, ne? Der ist, oben irgendwo. In der Nähe vom Händler. In der Nähe vom Händler? Der Tankstelle, schräg rechts drüber. Auf der Hauptstraße. Wenn du da oben gerade bist, ach, dann da kommt er dir gerade entgegen. Aber wieso sehe ich denn auf der Karte nicht? Ach, hier, warte. Ja, Helfer. Guck mal hier, Helfer habe ich nicht angeschaltet. Ist mir gerade weggefallen. Ja, guck mal, jetzt sind wir auch wieder ein Helfer. Oh, bitte. Wo ist denn die Ölmühle eigentlich von den Kollegen? Unten bei 113. Neben der Ölmühle. Boah. Junge, 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 die ist ja am Ende der Welt. Im Industriegebiet. Am anderen Hof. Ja, ja. So, Innenansicht. In dem Gerät kannst du nämlich wunderbar Innenansicht fahren. Das ist super. Was macht er jetzt? Okay. Wie viel Zucker haben die Kollegen für uns? Letzte Woche hieß es, sie können uns totschmeißen damit. Stimmt, die kannst du mit dem Tieflader abholen. Wir sind uns immer noch nicht einig geworden über die Preise. Wir müssen da jetzt schon nochmal drüber verhandeln. Wer ist denn bei euch verhandlungsfähig? Der Marc schon, denke ich. Ja, aber ich vielleicht trotzdem nochmal vorher die Popcorn oder die Verkaufsstelle, also ach dass so, wir auch mal den Preis ja, genau einschätzen können von dem. Hat man nicht gesagt, hier am Shop? Warte mal, dann fahre ich eben zum Shop. Wäre eine Option, dass man das da oben vielleicht irgendwo platziert. Betal, auf so einer Hoffläche. Ist das Silo? Für den Nachbarhof wäre das okay, wenn wir die da platzieren. Das ist so, ich glaube, von beiden Höfen ganz gut zu erreichen. Ja, wo? Hier am Shop, in der Nähe direkt vom Shop irgendwo. Ich habe das jetzt als Ja gewertet. Ja, ich weiß auch nicht, ob der Nachbarhof irgendwann die Intention hat, Popcorn da abholen zu wollen. Weiß auch gar nicht, wie. Ja, abholen wahrscheinlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, wie groß das Ding ist, die Verkaufsstelle. Mal gucken. Produktionen, Verkaufsstellen, da Sell Point. Silo schon mal, ne? Ach, guck mal, das Ding hat sogar eine Tankstelle und einen Parkplatz. Eigentlich wäre das ja witzig, ne, wenn man hier, aber das ist der so. Popcorn Drive-In, oder was? Ach, aber guck mal hier, hier gibt es ja direkt so eine, eigentlich ist das so super. Guck mal hier, das passt genau. War lustig, wenn man sagt, guck mal hier, wir sehen nichts. Nee, ich weiß, also ihr, ihr, liebe Zuschauer, ihr könnt gucken. Aber jetzt können Marco, Tom und Heiko durchaus mal sehen, mit welchen widrigen Umständen ihr immer mit mir hier spielen müsst. Ja.
Ja. Ja, und spielbar. Die meiste Zeit verbringst du eh im Shop. Deswegen. Das ist richtig, ja. Ja, platziere den jetzt hier. Geht der, glaube ich, ganz. Oh nein, der ist ein bisschen angehobener. Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Aber eigentlich so schlecht steht der hier wirklich nicht. Das ist fast, als wenn er dahin gehört. Den Landschaftsbau betreiben und dann geht das schon. Mario? Ja? Fahr mal mit dem Magirus nicht weiter. Ich schicke dir da mal was anderes. Warum? Wir brauchen ja auch Zucker. Wir brauchen ja nicht nur Öl. Das stimmt, ja. Ich komme gerade mit größerem Gerät. Und Paletten braucht man dann auch noch. Stimmt, Paletten brauchen wir auch noch. Ja, aber ich wollte jetzt mit dem Magirus eben einsammeln. Aber du kannst ja direkt hinterherkommen, dann können wir mit dem Kran noch überladen, das ist doch gut. Oder so. Ja, lass mal zusammen machen, das ist doch gut. Ich muss jetzt sowieso erstmal eben die Verkaufsstelle befahren. Boah, hab ich die. Das ist aber, ganz ehrlich, als wäre die nie woanders gewesen. Mega. Okay, das ist witzig. Der Verkaufsstellenpunkt, der ist lila und rosa. Habt ihr das schon mal gesehen? Ja. Von Weitem sah es noch eher wie orange aus, aber wenn man näher rangeht, dann ist das echt. Also hier ist ein bisschen zu bunt für diese Map, ne? Das ist mehr so Ami-Style wahrscheinlich. Ja, aber ich finde hier so an der Einfahrt, guck mal hier, mit der Tanke daneben, das ist ja, als wäre das hier dafür gemacht gewesen, oder? Ja, bei mir ruckelt es gerade, wenn ich hier das Ding anschaue, aber. Ja. Ja, ich passe doch hier super hin. Also ich finde auch, das. Ja, wie gesagt, Ami-Style. Aber das ist halt die Verkaufsstelle, die zu den Sachen gehört. Ja, da kann man auch sicher sein, dass es das funktioniert. Ja. Liebe Zuschauer, wir gucken uns gleich die Preise an, aber erstmal fahren wir eben mit tanken. Ja, Sascha hat auch entsprechend großes Gerät dabei. Laden wir gleich mal. Tom, Heiko, wie sieht das bei unserem Feld aus? Ja, fast fertig. Also wenigstens ernten. Ich wollte gerade sagen, ihr seid mit der Ernte vielleicht fertig, aber dann geht das ja erstmal richtig los. Ja, kalken. Nee, Moment mal, dann fangen wir erstmal an und sorgt dafür, dass die Bäume da wegkommen. Gut. Holz, auf dein Fach. Ja, wir haben ja den Dumberjack dabei, den nutzen wir da auch. Wir brauchen da keine. Das Holz brauchen wir nicht, das könnt ihr gerne direkt wegfräsen. Gibt es noch ein Feld zum Dreschen oder kann ich den neu aufräumen? Den kannst du erstmal aufräumen. Ja. Also es sei denn, Chris kommt noch auf die Idee, ein weiteres Feld zu kaufen. Er ist aber ja gerade in Sonnenblumen. Er ist ja im Kaufrausch. Nee, nichts Sonnenblumen. Das Einzige, was wir brauchen, ist Raps und Mais gerade. 53. Hört auf. Ach, aber da habe ich das, nicht das passende Schneidwerk. Nee, da müsstest du dann tatsächlich schon dir neben den Glas kannst du erstmal wegräumen. Gut. Relativ sicher. Darf die Bäume nicht fehlen, sorry. So, Marc, jetzt musst du uns aber doch. Boah, guck ich das. Jetzt musst du uns aber doch mal einen Preis nennen. Was ist denn hier mit Rapsverkauf? Mach doch mal einen Vorschlag. Ja. Nicht dabei, was du vorhin gesagt hast, so Raps. Sagt das günstigste, ne? Ja. Kaufen wir für 900 an. Gut. Was kostet uns dann das Öl? 2,4. Boah. Hat hast du gesagt 2,4? Ja. Günstigste für Rapsöl. Günstigste Preis. Ja, da müssen wir noch eine Verkaufsstelle hinstellen, die das günstige anbietet. Popcorn meinst du jetzt, oder? Hast du schon geguckt, was man dafür kriegt? Nee, das mache ich, gucke ich jetzt gleich. Okay. Guck besser erstmal, nicht. Erstmal gehen wir jetzt. Hallo. Muss ja umrechnen, was daraus wird, das wird ja mehr. Ja, ich werde das gleich mal gegenrechnen. Oh, krass, jetzt haben die ja wirklich. Also Giants hat ja jetzt wirklich überall diese Werbeplakate reingebaut, sogar in diesen Verkaufsstellen. So, wo ist denn hier die Ölmühle? Bin ich hier? Hier sind wir völlig falsch, oder? Ist Zucker hier? Ja, Zucker brauchen wir ja aber auch.
Ja, da ist der Sascha schon dran gerade. Guck nur, da hier ist die Pommesfabrik. Hier ist Öl. Lager. Ah, Oils. Also wahrscheinlich ist es das ist die Fabrik, wo Oils draufsteht. Gibt's aber ja bestimmt. Ja? Bestimmt bald ein Werbeblocker-Mod für den LS, wa? Wahrscheinlich. Würde ja gern selber Werbung da einpacken. Marc, würdest du uns was auslagern an Öl? Und dann gucken wir uns das erstmal an hier mit Preisgestaltung. Paletten müssen da rausbekommen, so. Ein Dreiviertel Paletten. So, Rapsöl. Was hab ich gesagt? 2,4? Ich sehe hier 2.393. Sind doch 2,4. Das ist ja schon ist ein bisschen Betrogen, wo du dabei stehst. Ne? Dann denkst du, machst du schon ein gutes Angebot? Okay. Dann gucken wir jetzt gleich mal in die Popcorn-Produktion. Aber wo ist denn hier unser Popcorn da? Fertig, Heiko. Oh, feier. Echt? 561? Ja. Boah, das ist aber schwierig gegenzurechnen. Aber er produziert mit einmal, mit zweimal Öl, dreimal Mais, einmal Zucker und einmal Palette gleich 10 Stück. Ja, aber das heißt, du hast ja trotzdem auf 1000 Liter. Auf 2000 Liter Öl hast du 10.000 Liter Popcorn. Ja, stimmt. Aber du musst noch Zucker einkaufen. Boah, da müssen wir, ich glaube, hier muss man eine Tabelle aufmachen. Moment. Ja. Namen Sebastian. Hallo Sebastian. Guten Abend. 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 Da müssen wir hier ganz fein gegenrechnen. Das geht ja so nicht an. Also, dass dein Popcorn nicht wirtschaftlich ist. Das wird so laufen, befürchte ich. So. Also. Drei Mais, zwei Öl, ein Zucker, ne? So. Eine Palette. Bei die Palette wird da. Palette. So, und das? Ich bin bei 70, 72. Und das gibt 10 Popcorn, ne? 10 Popcorn, ja. So. Wir rechnen das tatsächlich einfach mal 1000, dann ist es einfacher für mich zu rechnen. Dann machen wir das so. 2000. 10.000 Popcorn. Ist relativ simpel zu rechnen. Da gibt es dann 50, richtig? 1000 Liter 500, 10.000, 50. 561 aktuell. 1000. Also genau. 56.000. Die 56.000, 10.000, das sind nur eine Null. 5.000. Nee, eine Null, stimmt, eine Null, 5.600 kriegen wir dafür. Ja. Ja. 5.600. So, das Öl bei 2000 Liter kostet uns schon 4.800. Pardon. Danke. Das lohnt sich ja mal gar nicht. Man muss den Zucker noch, müsste Marc uns noch einen Preis geben, was der Zucker kostet. Und vergiss das entgangene Holz nicht. Ja, den Zucker kann ich euch natürlich nicht zum niedrigsten Preis lassen, ne? Natürlich nicht. Nee, da steuert ihr ja nichts dazu bei. Okay, wir machen Zuckerrohr. Ja, vielleicht machen wir wirklich Zuckerrohr, aber dann haben wir ja trotzdem nichts, wir haben ja keine Zuckerfabrik setzen. Wir müssen ja trotzdem mal wieder einkaufen. Wir treffen uns in der Hälfte bei 900. Oh, guck mal hier, dann haben wir Zucker 900. Was kriegen wir für 1000 Liter Mais? Raps, nicht Raps. Mais. Nee, wir müssen auch Mais da reinfahren. Muss ja auch die Wertkosten rechnen. Aber da haben wir nichts mit zu tun. Mais. Nee, das soll ich auch nicht, dass ihr damit zu tun habt. 800 und ein bisschen. Mach mal so einen Mittelpreis.
Mittelpreis 600. Zwischen hoch und tief 600. 600, okay, dann sind wir bei 1800 für 3000 Liter Mais. Und die Paletten, was bringen die im Verkauf? Die Paletten bringen Mittel, 570. Ja. Das heißt, es sind 500 Opfer her. Nach der Preisgestaltung zahlen wir für 1000 Liter Popcorn. Für 10.000 Liter Popcorn zahlen wir 8.070 Euro und bekommen, tun wir dafür im Verkauf 5.600. Das heißt, wir verlieren bei jeder 10.000 Liter Popcorn verlieren wir einfach mal 2.500 Euro. Aber wir verkaufen doch noch Raps. Den Raps muss gegenrechnen. Stimmt, ja. Den Raps verkaufen wir zu 2.000 Liter. Sind dann 1000 Liter liegt bei 2300. Ne, wir haben 900 gesagt, also sind es ja. 1800. Achso, ich bin bei Rapsöl. Okay. Also rechne ich hier 1800 da drauf. Das heißt, wir kriegen 7400. Ja, dann machen wir tatsächlich nur noch einen Verlust von 700 Euro. Pro 1000 Liter. Pro 10.000 Liter Popcorn. Muss ich aber die Fabrik noch setzen? Ja, die haben wir die schon gesetzt. Die haben wir schon mal, Sebastian. Also wir haben schon mal vorgesorgt, dass wir diese Fehlinvestition getätigt haben. Alter Falter, ist das, das ist ja... hanebüchend. Das ist ja mies. Aber du hast in Niedersachsen die Leute mit Popcorn glücklich gemacht. Da zählt das sozialistische Gedanke. Ja, also... Ich sag mal so, jetzt muss ich erst mal gucken, wo ist denn das Öl, Marc? Ich stehe an einer Mühle. Ach so, ja. Ich stehe an einer Mühle. Ich stehe natürlich genau vor der falschen. Aber wir können die anderen mal fragen, was verdient die denn mit ihren Fritten? Ja, so die mal. Fritten sind großartig. Die Fritten haben auf jeden Fall einen fetten Gewinn. Gar nichts, weil wir keinen Verkaufspunkt dafür haben. Deswegen, ja. Ja, aber der Verkaufspunkt ist ja in dem Pack dabei. Die brauchen ihn ja nur setzen. Ja. Wir haben ein Problem. Wir brauchen ein paar Rechte. Wir können die Bäume nicht fällen. Puh, jetzt. Oder Ansprüche stellen. Ich sollte doch die Bäume fällen. Ah, dann fällen sie halt. Kreativ werden, ja. Aber nicht die schönen großen Fichten, ne? Und nicht die Mammutbäume. Ja, die lohnen sich nicht. Ja, die gibt's ja hier auch noch gar nicht. Also nicht die Fichten, die da als Abgrenzung zum Hof stehen. Also da an der Seite. Ja, ja, die nicht. Genau. Oh, die nur zwischen die Felder stehen. Ja, genau. Aber vielleicht sollten wir doch drüber über das Feld 4 noch nachdenken. Also das 5er Feld und das 6er, das ist so ein bisschen... Also alle weg. Ne? Dann ein bisschen zum Spiel. Ja, ja, die Bäume können alle weg. Ja, dann sollten wir die 4 doch noch dazu nehmen. Was ist denn auf der 4 da drauf? Sonnenblumen. Ja, aber dann kaufen wir uns die anderen bestimmt ab für Öl. Kann man da kein Öl draus machen? Doch, aber das können wir nicht in der Popcornfabrik brauchen. Da darf nur feines Rapsöl. Ich weiß ja nicht, wer auf die Idee kam mit dem Popcorn. Ich wollte was anderes mal machen, außer... Ja, nee, ist ja gut. Ich meine, im dümmsten Fall könnten wir natürlich die Verkaufspreise noch modifizieren, aber... 500 ist schon sehr weit unten. Also, sag mal so, ich finde, wir sollten da schon auch mit verdienen können. Weil das ist ja offensichtlich, dass du da mit nichts werden kannst. Mafia-Methoden hier, Marktbeeinflussung, wenn das, oh je, das Kartellamt mitkriegt. Das ist eine Marktbeeinflussung allenfalls. Ja. Das hat mit Markt nichts zu tun. Mario, wolltest du noch Zucker beladen? Ach so. Ja, eigentlich habe ich die Lust verloren. wie so ein kleines Kind. Ich gebe das nicht mein Kind. Nee, wir kriegen da kein Geld. Du musst das positiv sehen. Wir haben auf alle Fälle irgendwas zu arbeiten. So. Ja, ja, das ist auch. Wir sind beschäftigt, wir sind von der Straße. Deswegen machen wir das ja auch. Das ist ja auch der. Ja, Popcorn. Der Zweck gewesen. Und wir haben Popcorn. Ich habe noch eine Frage. Zwischen den Feldern stehen auch fällbare, also richtige Bäume. Die auch weg oder? Alles weg. Ja, mach. Alles weg.
Wir haben so viele Bäume da oben, aber da dürft ihr nachher auch noch mal eine Runde agieren. Dann holen wir wohl jetzt den Flug. Ja, da haben wir auch genug von. Willi, kannst du mal den Spielstand wegsichern, dass wir den nachher wieder herstellen können, damit der Wald wieder da ist nachher? Warum? Weil das als bei den Praktikanten so üblich ist. Nee, das sind ja keine Praktikanten, ne? Ja, also da müssen wir schon einen Unterschied machen. Also müssen wir es hinkriegen, dass nachher doppelt so viele Bäume da stehen. Genau. Ah, der ist weg. Soll ich dir auch welche draufstellen? Was soll ich machen? Guten Eindruck. Du kannst dir den Johnny nehmen und du kannst das Sonnenblumenfeld ernten. Da, ich habe ja das Gebiss da direkt gegenüber vom Schafstall hingelegt. Und da darfst du agieren. Das Feld müssen wir erstmal kaufen, ne? Ach so, ja, das wäre gut. Vielleicht kann Sascha das ja mal eben übernehmen mit dem Kauf. Ist erledigt. Ah, da hinten war es. Ich hatte mir das vorher nicht angeschaut, man kann die dann schon zusammenlegen, ne? Also, dass man das da noch ran tackert. Ja. Okay, wenn nur ein paar Bäume. Da ist nicht eine Straße oder irgendwas dazwischen. Okay. Ein Hochsitz. Oh. Ein Hochsitz. Bodeninformationen kaufe ich dann auch gleich, ne? Ja. Steht da echt ein Hochsitz direkt auf dem Rand, oder? Ja. Na, den kriegen wir natürlich nicht weg. Ja gut, wir haben für die Wildschweinbekämpfung. Ja, wir haben ja auch Windräder auf der anderen. Lass uns doch mal eben vielleicht drüber sprechen. Ich denke, wir sollten die Preise für den Popcorn wirklich anheben. Das ist ja ein Ding, eine Möglichkeit. Aber das soll natürlich sinnvoll sein, deswegen müssen wir das mit dem anderen Hof nochmal einmal gegensprechen. Was ist denn so eine übliche Marge, wenn man... wir können das ja mal mit Zucker machen. Wenn ihr Zuckerrüben reinfahrt, was kriegt ihr für Zuckerrüben und was kriegt ihr für die... für Zucker, was da rauskommt? Was bringt die Produktion an Mehrwert, also prozentual drauf, auf den Wert? Wir rechnen doch gar nicht, wir spielen einfach nur. Achso, dann rechne ich das gleich mal eben. Komm, dann das ist ja schnell gerechnet. Also. Zuckerrüben im Verkauf geben 250. Dass ihr euch gleich ins eigene Fleisch schneidet und wir uns das mit den Preisen noch überlegen müssen. Warum? Für die Popcorn-Produktion. Inwiefern? Ja, wenn ihr jetzt ausrechnet, dass wir mit unserem Zucker eigentlich auch nur miese machen, dann müssen wir ja unsere Zuckerpreise an. Das stimmt, ja, das müsstet ihr dann, aber das soll ja trotzdem. Also, wenn ich das hier sehe, Zucker bringt 180 oder sowas und Zucker bringt 900. Und was, dann fehlt soll ich Mais ein? Ja, warte mal, du musst gucken, dass die Zuckerrüben. Ja, genau, das müssen wir von Marc nochmal eben wissen, wie viel. Wie die im Vergleich sind, also was die verbrauchen, die Produktion und was die dann rauswirft. Bei Zuckerrüben wird ein Zucker. Gut, also dann hast du, habe ich gerade gesehen, im Mittel bist du bei 2, ich sag mal 250 ist so ein guter Preis, den du dafür kriegst. Das heißt, du hast 500 Euro für Zuckerrüben, die kannst du so kriegen. Und dafür stehen 900. 950, das heißt, es sind nicht plus 100%, sondern plus 80% roundabout, ne? Ja, das könnten wir festhalten. Dann gucke ich mal eben, was wir für die... Also ihr verdient mit den Zuckerrüben auf jeden Fall Geld. Sonst würden wir es auch nicht machen. Richtig. Das wären ungefähr... Wenn ich davon ausgehe, macht er 80% drauf. Das sind 200, da kommen wir bei 14.250 ungefähr aus.
Die müssten wir für Popcorn bekommen. Wir haben aktuell 7400, wenn wir den Raps mit da reinrechnen, den Gegenverkaufswert. Das heißt, wir müssten das verdoppeln. Den Wert, den es da gibt. Wärt ihr damit d'accord? Minenbegen. Von mir aus. Jo. Sebastian, du hast doch schon wieder ein Grinsen im Gesicht. Was möchtest du mir sagen? Ich hätte jetzt seine Reaktion erleben wollen, wenn irgendwen alle Nein gesagt hätten. Ihr seid doch gemein zu mir. Ja, ihr könnt mir gar nichts. Also verdoppeln ist immer gut. Dann hätte ich natürlich den sofort hier alles hingeschmissen und durch die Gegend geworfen. Dann hätten wir uns einfach eine andere Verkaufsstelle gesucht. Wie man mich so üblicherweise kennt. Ich finde, liebe Zuschauer. Boden gelegen und mit Händen und Füßen um dich geschlagen und geschrien. So, liebe Zuschauer, ja genau, so kennt man mich. In Embryonalstellung hätte ich hier auf dem Boden vor Schreien gelegen. Liebe Zuschauer, sag doch mal, ihr könnt es ja auch mal, ne? Schreibt mal einen Kommentar rein. Wie findet ihr das eine faire Rechnung? Oder meint ihr, das ist falsch? Man muss mit Popcorn Minus machen. Kann ja auch sein. Das sind deine Fans. Die werden dich natürlich unterstützen. Ja, und dann ist doch gut. Dann haben wir doch alles. Jetzt sind die Zuschauer, die zugucken. Wir auf der Karte haben hier gerade eine Zustimmung bekommen. Ist doch alles super. Wir haben ja von den Zuschauern haben wir ja welche dabei. Dann können die ja auch schon mal direkt ihr Feedback geben. Habt ihr überhaupt aufgepasst bei der Rechnung oder sagt ihr, ich bin so konzentriert hier, dass ich nichts falsch mache? Ich habe nicht aufgepasst, sorry. Ich bin gerade auch. Ich bin dafür. Ich fand die Rechnung für unseren Hof gut. So. Dann passt das doch. Aber ich kann eine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, ne? Du unterstellst mir ja damit, als hätte ich eine böse Absicht. Hätte auch sagen können, wir müssen da 200% draufschlagen. Ich habe deine böse Absicht sein. Direkt, ich habe gute Vergleichswerte genommen, die dazu passen. Sascha, wir müssen auf jeden Fall Zucker hier gleich noch mal einmal rechnen, was wir hier rausgenommen haben. Wir müssen das ja auch bezahlen, ne? Ja. Aktuell habe ich mit der Palette 15 plus die beiden bei dir. 17. Hat das ja nicht die Musterladung? Dann haben wir doch die Musterladung. Hier ist auch schön. Haben wir da nicht auch erstmal genug? Wie viel geht denn da rein? 1000 Liter. 250.000 gehen da rein. 250.000? Ja. Okay. Ich passe beim Fahren. Aha. Und wie viel ist auf so einer Palette? 1000, ne? Ja. Mal eben den Hund drauf lassen. Ja, dann nehmen wir immer mit, was hier gerade rauskommt. Dann nehmen wir das alles mit. Da haben wir noch 200.000 im Lager. Was ich immer alles gelagert habe, das ist der Hammer. Wie nennt man die Leute? Prepper, ne? So, die, die ihre Bunker vorbereitet haben für die Apokalypse. Die Apokalypse, ja genau. Ja, wer weiß ich. Ich würde wahrscheinlich auch drüber lachen. Ich denke dann immer, vielleicht lachst du irgendwann nicht drüber. Vielleicht wirst du irgendwann auf die Leute angewiesen. Also ein guter Bekannter von mir, der hat sich jetzt einen IBC-Container gekauft für Trinkwasser. Ja. Hat er sich in Carport gestellt, hat ein Notstromaggregat und ja, weiß ich im Zweifel auch zu helfen, wenn sein Haus das einzige noch ist, das noch Licht in der Straße hat. Okay. Der hat einen elektrischen Zaun drumherum gezogen oder was hat er gemacht? So in der Richtung. Ja. Okay. Sascha, würdest du Marc mal bezahlen? Ich habe irgendwie 1,5 Paletten Öl hier. Etwas mehr, 1700 Liter oder so, denke ich. 21 Paletten. Ach ne, guck mal, ich habe sogar 1995 Liter, also 2000 Liter machen wir. 21 Paletten, wie viel war der Zucker? Wie viel kostet der? 900? Ne.
Zucker haben wir noch. Haben wir über Zucker schon drüber gesprochen? Ach, da wolltet ihr Maximalpreis haben, ne? Oder fast Maximalpreis. Ja, dann sind wir bei 900. Und du hast zwei Paletten. Öl, ja. Für 2,4 jeweils. 2400. Ich habe, liebe Zuschauer, ich habe so viel von jetzt von Ausnutzen der Gastarbeiter gesprochen. Jetzt fühle ich mich selber ein bisschen ausgenutzt. Das macht dann 4.800 und 22.800 macht 21.700. Ja, überweis mal direkt. Muss jetzt erstmal zur Popcornfabrik fahren. Wie gesagt, 23. Ja, mach 24.000 Blatt. Und ja, genau, kein Zinnober. Immer dankt. Erledigt. Marc, Christian, kann einer abtanken oder soll ich einen Schlepper holen? Nee, ich komm. Knapp 80 hab ich. Kartoffeln. Ja. Handverlesen, jeder einzelne. Das ist nicht so richtig effektiv. Lass dir, du musst dich richtig einweisen lassen in den Roder. Kommt das auf Masse an? Okay. Ja, 200.000 Liter Zucker im Lager. Hat auch keiner den einzelnen Raffinadekorn rausgezogen. Hoppala. Kann es sein, dass das Handling von den Ballen wieder schlimmer geworden ist? Weisheit, ne? Das kann ich dir nicht genau sagen. Haben wir noch keine gemacht seitdem. Ja. Aber wir wissen ja seit gestern, dass die Paletten sich auch anders verhalten als vorher. Also ja, die Ballen haben jetzt gerade auf meinem... Christian, ich bleib stehen, 99%. Hänger wild rumgetanzt, obwohl ich sie eigentlich sauber draufgelegt hatte. Also sie haben ja was an der Physik getan. Das würde mich nicht wundern, wenn das auch auf die Wahlen Einfluss hätte wieder. Oh, Leute, ihr könnt doch nicht. Ich fahre hier mit dem Auto, dann könnt ihr der Zebrastreifen, der ist nicht zum rüberlaufen, der ist zum Angucken. Meine lieben Kollegen, bei euch an der Mehlfabrik, da stehen 400 Milliarden Paletten Mehl. Wisst ihr das? Ja. Gut. Das sieht da jeden Tag so aus. Und ihr habt da nicht vor, da was mal dran zu ändern? Keine Zeit. Keine Zeit. Ihr habt doch jetzt Ivy, den ihr schicken könnt. Ja, der ist fleißig. Nicht da und Mike nicht da und Tom nicht da. Die Kartoffeln müssen aber auch weitergehen. Stimmt. Erstmal müssen die Felder bewirtschaftet sein. Vielleicht habt ihr euch zu viel Arbeit aufgelastet. Ja. Doch der hat zwei Sklaven auf dem Hof. Ja. Schwer für gearbeitet. Wir müssen eine Produktion suchen, die Mehl braucht. Reibadachi. Oh ne, wir haben ein paar Kartoffeln, könnten wir ja machen. Ich war tatsächlich gestern im, als wir das im Stream gemacht haben, war ich tatsächlich ein bisschen verwundert. Wir hätten, also gefühlt hätten wir 100 Leute mitnehmen können, oder? Ja. Viele daran teilgenommen haben, war schon enorm. Wenn es was umsonst gibt, sind die Leute immer gleich dabei. Was heißt denn umsonst? Das ist hier ja nicht umsonst, das ist ja knallharte Arbeit, die wir hier. Ich wollte gerade sagen. Wieder doch. Bebe. Hallo. Bebe. So, also, wir haben Zucker und Öl drin. Eigentlich haben wir doch jetzt alles, um Popcorn zu produzieren, oder?
Paletten? Mais. Ach, Paletten, stimmt. Ich bringe die Paletten gerade mit. Ja, aber Mais, warte mal, Mais haben wir doch vorhin geerntet. Ja, den habe ich dir auf die Straße gestellt. Wie auf die Straße? Naja, weil du ihn reinschütten wolltest. Ach so. Du wolltest die Produktion in Betrieb nehmen. Ach so, ja, hatte ich gesagt, ne? Denn mit der Erna. Ja. Oh, dann. Ja, da ist ja alles. Dann fahre ich mal eben hin. Dann gehe ich gleich die Paletten holen, liebe Zuschauer. Das machen wir in der nächsten Folge. Wir sind schon wieder über eine halbe Stunde. Das ist echt so krass. Eiko, Marco und Tom. Wie schnell die Zeit vergeht, ist schon enorm, oder? Ja. Definitiv. Wenn man was zu tun hat, geht die Zeit immer schnell rum. Ja, und vor allen Dingen hier mit der so im Multiplayer, wenn man da zusammen ist, mal ein bisschen Quatsch. Das ist, nirgendwo auf der Welt geht Zeit so schnell verloren wie hier. Definitiv. Ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal. Doch, im Bausee. Ja, Bausee hat auch so Ansätze dafür, ja. Mal eben geht da nichts. Nö. Nee. Mach noch mal eben die Kampagne fertig. Ach, vielleicht liegt das grundsätzlich an den Simulationsspielen. Ja. Das ist ja Anno genauso oder so. Wenn du da mal anfängst, eine Siedlung zu bauen. Ja, das ist auch was. Und das, man kann auch bei Transport Fever Zeit versenken. Oh ja. Ach, Simulator ja. Auch. Ne? Wenn du mal online Flug nach Bangkok machst oder so, bist halt auch 12 Stunden. Aber das zum Beispiel, das könnte ich nicht. Also das kriege ich nicht im Kreis, sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe mir das mal angeguckt, aber ich könnte nicht 12 Stunden irgendwo hinfliegen. Ja, ich sag mal, du hast ja die Startvorbereitung, dann Start und dann irgendwann ja Landung und zwischendrin hat eh der Autopilot das Sagen. Ja, aber trotzdem. Ja, aber gerade dann, dann fliegst du ja noch. Also dann, wie viele Stunden sitzt du dann nur da drin und guckst zu? Na, 12 Stunden Flugzeit. Ja. Also, dann weißt du, dass du, also Stunde Start, Stunde, also Stunde mit vor und nach, also du bist halt 8 Stunden, guckst du dem einfach erstmal nur zu und hörst vielleicht noch auf dem Funkkuppel irgendeine neue Höhe zugeordnet kriegst oder so. Ansonsten kriegst du da erstmal. Also da sage ich ganz ehrlich, da würde ich wahrscheinlich die Sebastian machen. Ständig. Ja, du schaust, keine Ahnung, schaust ja nebenbei YouTube. Fernsehen. Oder, ach so, und, ja, also. Dem Hirschfeld auf Chance währenddessen zu. So, liebe Zuschauer, wenn von euch irgendeiner Pilot ist und während des Fluges die Twitch-Streams schaut, ne, dann schreibt's bitte rein. Jetzt möchte ich das wissen. So, jetzt, wir sagen mal für heute Tschüss. 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 Tschüss für heute. Meine Lieben. Beim nächsten Mal nehmen wir die Popcornfabrik in Betrieb und das wird sein am Dienstag. Ne, wie üblich am Dienstag. Abend, also heute Abend im Stream könnten wir darüber quatschen und dann haben wir vielleicht auch schon die Preise angepasst für die Fabrik. Also sage ich jetzt schon mal, bis später. Alles Gute, bye bye und ade.